Nicht so schnell, junges Fräulein. Hier ist geschlossen. Ich möchte zu Dr. Ackerström. Hackerböhm? Bett. Hackerböhm? Du meinst sicher unsere Frau Dr. Ackerström. Die ist im Saal. Kein Kommentar zum Hörgerät? Naja. Gabi klingt auch so ein bisschen anders jetzt halt irgendwie. So ein bisschen zart beseiteter, habe ich so das Gefühl. Aber erstmal die Igel. Hallo, hallo. Sie sollten Vielfraß heißen. Unglaublich, wie oft der Teller leer ist. Spuren im Schnee? Wieso Schnee? Ja, wahrscheinlich, weil es um einen Husky geht. Und weil da Winter ist? Also, das ist nur meine Meinung. Also, Entschuldigung. Frau Dr. Ackerström? Ganz recht. Und du bist sicher Gabi, die Pfote. Wo ist denn Oskar? Ein Hund im Museum? Ich habe ihn lieber bei meiner Mutter gelassen. Ach so. Hier siehst du Kakaobohnen vor der Fermentierung. Ja. Sie werden in großen Haufen nur vom süßen Fruchtfleisch umgeben, der Sonne ausgesetzt. Das Fruchtfleisch gärt und setzt so die chemischen Reifungsprozesse der Bohnen in Gang. Ja, gut, das hatten wir ja jetzt nur. Da gibt's auch nichts Neues. Was hatten die Maya eigentlich an? Trugen die Männer Hosen? Wenn du dir heute die Nachfahren der Maya, die Indios, betrachtest, dann erhältst du ein genaues Bild der alten Maya-Kleidung. Männer und Frauen tragen Ponchos, große farbenfrohe Baumwolltücher mit einem Slitz für den Kopf. Sie mögen Smuck. Heute sind das Ketten aus alten Münzen. Früher waren die Perlen aus Jade. Die grünen Federn des Quetzalvogels waren sehr beliebt, um die aufwendigen Hüte der Maya-Fürsten zu schmücken. Als Zeichen besonderer Würde und nur den höchsten Priestern und dem König vorbehalten, waren die Jaguarfellumhänge. Okay, ja, gut, auch das ist auch gut wissen. Hallo, Herr Riccio. Warum geben Sie den Igeln keinen Apfel? Ja, keine Ahnung, lass ihn doch mal. Haben Sie etwas Verdächtiges gesehen? Gibt's was Neues? Das ist ja seit Tagen der reinste Rummelplatz hier. Elektriker und die Maurer führten noch letzte Arbeiten aus. Die Männer von der Spedition brachten die Ausstellungsstücke. Auch Dr. Ackerström und ihr zwielichtiger Assistent laufen hier den ganzen Tag rein und raus. Direktor Thomsen führt Journalisten durch den Neubau. Da sind alle und niemand verdächtig. Der traut auch keinem. Ich glaube, der liest zu viel von diesen Krimis. Ich will immer hier hin, aber da kommen wir später hin. Mensch, wie lange wir hier auch schon beschäftigt sind. Sie rauchen? Ne. Rauchen? Ich? Niemals. Hier steht's doch. Das steht hier doch nicht aus Spaß, mein Freund. Da du alles über Maya weißt, kannst du bestimmt das Preisausschreiben der Air Max lösen. Das sollte ein Kinderspiel für dich sein. Okay. Ich versuche mal. Was? Was? Nein! Was? Ja? Gewinnen Sie einen Flug nach Mexiko. Das ist Riade, das weiß ich noch. Scheiße, hätte ich mal besser zugehört. Das war doch gerade erst. Maya-König der trug ein Jaguarfell. Der Quetzal ist der Wappenvogel der Air Max. Ach, das da. Die Maya schätzten ihn als Sonntagsbraten, Daunenlieferant für Kissen und Decken, Schmuck für Hüte und Kopfbedeckungen. Das war auf jeden Fall der Schmuck.
Ein Poncho ist kein Schuh, keine Kopfbedeckung, sondern ein Umhang. Aber das hier ist jetzt die schwierigste Frage. Die Maya und ihre Nachkommen, die Indios, fertigen ihre Kleidung hauptsächlich aus Lama-Wolle, oder? Das weiß ich noch aus. Leute, kennt ihr noch Tim und Struppi im Sonnentempel? Das war so ein Zeichentrickfilm, der damals mal auf Super RTL lief. Super Film, unbedingt angucken. Bester Tim und Struppi-Film. Und da waren die eben auch da im Maya-Land, im Indio-Land. Und da liefen viele die Maya liefen da nicht rum, sondern die Lamas. Ich glaube, es war Lama-Wolle. Komm, wir setzen alles auf eine Karte. Full House. Oh-oh. Und da gab es einen kleinen Schnitt hier an dieser Stelle, denn wir haben das Spiel ausgetrickst und waren so gut und unschlagbar gut in diesem Quiz, dass es sich einfach aufgehängt hat. Und wir, ich musste leider auf Escape drücken und dann ist das Spiel beendet. Und ich musste alles nochmal neu spielen. Es ist auch gerade ein ganz anderer Tag. Es ist schon einige Tage nach der ersten Aufnahme. Deshalb, hallo und herzlich willkommen zurück bei TKKG, der Schatz der Maya an dieser Stelle. In dieser Zeit habe ich ein Studium der Maya-Wissenschaften abgeschlossen und kann nun dieses Rätsel, Gott sei Dank, erfolgreich lösen. Hier haben wir nämlich einen Fehler gemacht. Es ist doch tatsächlich die Baumwolle, die hier die Maya genommen haben. Ein Poncho ist aber weiter in einen Umhang. Schmuck für Hüte und Kopfbedeckungen auch mit dabei. Und der Maya-Schmuck war aus Jade? Habe ich mich da erinnern? Ja, ich glaube, ja. Und der Maya-König, der hat ein Jaguar-Fell getragen. Und ich hoffe, jetzt dürfen wir endlich, jetzt hängt es sich nicht auf. Oh! Perfekt, sehr gut. Du bist eine Expertin in Sachen Kleidung und Schmuck der Maya. Yes, ab nach Mexiko. Hey! So, fragen dürfen wir hier aber nichts. Aber wir haben beim Riccio hier vorne noch gar nichts gefragt, glaube ich. Nach den Igeln können wir nicht gucken. Warum geben Sie den Igeln keinen Apfel? Ja, das frage ich mich auch. Was fällt Ihnen denn ein? Igel sind keine Vegetarier. Sie fressen am liebsten Regenwürmer und Larven. Ohrwürmer sind ein besonderer Leckerbissen. Etwas Pflanzliches fressen sie nur zufällig, wenn zum Beispiel ein Grashalm am Wurm klebt. Verstehe. Ehrlich? Also ich meine, so in Naturaufnahmen habe ich auch schon mal einen Igel so eine Birne essen sehen oder einen Apfel. Vielleicht wisst ihr da weiter Bescheid. Ich bin der Meinung, Igel essen auch gerne mal Früchte. So lecker, was Süßes. Also, keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das Bescheid. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und ich vergesse es wahrscheinlich, das dann nachzugucken. Ja. So. Hatten wir diesen Kopf hier uns eigentlich schon angeguckt? Ich bin mir nicht sicher. Der sieht ja richtig gruselig aus. Ich glaube nicht, aber jetzt wissen wir wenigstens nochmal, dass er gruselig aussieht. Ne, der ist weg. Wo ist der? Alter, eine Zigarette. Diesen Zigarettenstummel nehme ich mit. Herrn Pieper vom Kiosk fällt bestimmt was dazu ein. Vielleicht hat das was mit unserem Fall zu tun. Jo, Herr Pieper, der weiß doch Bescheid. Und Entschuldigung, mein Tisch ist hier, macht hier wieder Co-Moderation. Ich hoffe, es geht jetzt besser. So. Ich wollte Ihnen noch was fragen, Mensch. Meinen Sie, ich könnte beim Preisausschreiben tatsächlich einen Flug nach Mexiko gewinnen? Das liegt doch nicht mehr an dir, das liegt doch jetzt am Losglück, oder nicht?
Wer kann denn bloß die beiden Köpfe gestohlen haben? Ach, nicht gleich aufgeben hier. Meinen Sie? Klar, deine Antworten waren alle richtig. Du bist eine Expertin in Sachen Kleidung und Schmuck der Maya. Und du gewinnst den Flug, weil ich auch die einzige Jury-Mitglied, Frau bin. Da ist er wieder. Haben Sie etwas Verdächtiges gesehen? Das ist ja seit Tagen der reinste Rummelplatz hier. Elektriker und die Maurer führten noch letzte Arbeiten aus. Die Männer von der Spedition brachten die Ausstellungsstücke. Auch Dr. Ackerström und ihr zwielichtiger Assistent laufen hier den ganzen Tag rein und raus. Direktor Thomsen führt Journalisten durch den Neubau. Da sind alle und niemand verdächtig. Ich glaube, das hatten wir schon gefragt. Falls ja, tut's mir arg leid. Eine Frage haben wir noch bei der Frau Ackerström. Tag. Guten Tag. Wer kann denn bloß die beiden Köpfe gestohlen haben? Ich verstehe das auch nicht. Die Köpfe sind zwar schöne Stücke, aber sie sind nur von wissenschaftlichem Wert. Der Dieb würde kaum viel Geld dafür bekommen. Aha, ja. Dann ist es uns auch egal. Also ab zur Eisdiele. Nee. So, Museum haben wir abgefertigt. Wir könnten jetzt eigentlich gleich weiter hier in dieses Direktorbüro. Aber ich hätte tatsächlich große Lust, einfach mal nochmal hier einfach bei Herrn Peper, bei Katjas Geheimnis, was wir hier vorgespielt haben. Da war er auf einmal einfach weg und jetzt ist er wieder da. Komm, wir gehen zu Herrn Peper. Und wenn ich hier das mir hier angucke, seht ihr das? Hier ist diese Bank. Hier ist ja diese Bank und die ist hier einfach abgesperrt. Das, keine Ahnung, das wird sie jetzt bestimmt nicht sein, aber das sieht aus wie bei Katjas Geheimnis. Naja, wir werden es in Erfahrung bringen. Komm, auf zu Herr Peper. Juhu! Guten Tag, Tim. Guten Tag, Herr Peper. Hallo, Herr Peper. Oh, und der Burgenführer, der ist ja auch noch aus TKKG tödliche Schokolade. Kein Wild Girls Heft, natürlich jetzt hier Art als hier aus aktuellen Anlässen hier wie Kunst und so weiter. Hier auch das tolle Plakat. Die KHM Bank, wofür das auch immer steht, ist nicht gesperrt. Und es ist Winter, Quatsch. Es ist Herbst. Hier die Blätter fallen. Und Herr Peper ist aber immer noch der Alte. Ist Ihnen am Museum etwas Verdächtiges aufgefallen? Werden Sie die Maya-Ausstellung besuchen? Ist Ihnen am Museum etwas Verdächtiges aufgefallen? Nein, Tim, ich bin kein Detektiv. Das Schnüffeln überlasse ich lieber euch. Wäre aber auch cool, einfach mal so ein Kriminalfall mit Herr Peper, dem Kioskbesitzer. So ein Kioskbesitzer als Ermittler, das gab's doch auch noch nie, oder? Ich freue mich auf die Ausstellung. Hallo? Nicht immer nur Popkonzerte, sondern mal was Substanzielles. Ich hoffe, ihr geht alle hin und seht euch das an. Auf jeden Fall, Herr Peper. TKKG ist jetzt schon mit der Wiederbeschaffung der beiden gestohlenen Köpfe befasst. Da wünsche ich euch viel Glück. Also ja, wir sind bald Kunstexperten. Wir nehmen uns das hier schon mal mit. Übrigens, sorry, falls es manchmal mal stockt zwischendurch. Ich hoffe ja, dass es bei diesen kurzen Stocks bleiben wird und nicht irgendwelche großen Unterbrechungen da kommen. Werden Sie die Maya-Ausstellung besuchen?
Sicher. Die Hochkulturen Mittelamerikas faszinieren mich schon seit vielen Jahren. Die Maya gelten ja als die Griechen Mittelamerikas. Ah ja, das wusste ich auch noch nicht. Aber hey, Pieper weiß einfach Bescheid. Der weiß einfach alles, der Typ. Klar, der ist hier ja auch mitten eben von Wissen umgeben, von aktuellem Wissen und historischem Wissen und Wissen über die Inhaltsstoffe von irgendwelchen giftig machenden Weichmacher-Süßigkeiten. Der Pieper weiß einfach alles. So, noch mehr als Karl übrigens, der hier so ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube, Karl ist in dieser Folge so ein bisschen bitchig unterwegs. Ich habe den ja immer noch nicht verziehen, dass der da so rummosert an diesem Buchtitel. Tag, Karl. Guten Tag, Herr Pieper. Du warst doch im Sommer in Mexiko. Hat dir das Spaß gemacht? Naja, es war schon ganz nett. Möchtest du jetzt Archäologe werden? Mein ganzes Leben nur in so altem Krempel rumwühlen? Nee, ich werd lieber Computerexperte. Computerexperte. Ich entwickle mal irgendwelche KI-Technologien. Das ist das, was ich meinte. Karl geht mir jetzt schon auf die Nerven. Entschuldigung. Übrigens, diese Aufnahme, nur um das kurz mal gesagt zu haben, das muss man ja, glaube ich, auch. Diese Aufnahme und alle Kommentare, die ich abgebe, sind unter Einfluss von Alkoholika getätigt worden. Ich habe hier ein Glas Wein stehen neben dem Rechner. Sagt's nicht weiter. Aber falls ihr jetzt irgendwann denkt, Mensch, der ist ja noch bescheuerter als sonst immer der Flo, wisst ihr, wer schuld ist. Aber also das war's jetzt. So, Karl, jetzt frag mal. Hatten Sie schon Gelegenheit, sich den Museumsneubau anzuschauen? Das ist doch noch zu, oder nicht? Wie gehen die Geschäfte? Was für Fragen. Hatten Sie schon Gelegenheit, sich den Museumsneubau... Die Handwerker haben mir die Baustelle gezeigt. Das ist aber schon 2-3 Monate her. Wusstest du, dass es ein Neubau ist, der auf alten Mauern aufgebaut wurde? Da sagt er jetzt nichts. Schönes Plakat, wenn nur die beiden Köpfe schnell wieder auftauchen. Aber ich nehme an, dass Direktor Thomsen die Ausstellung auch so eröffnen wird. Ich bin sicher, dass die Ausstellung ein großer Publikumsrenner wird. Ist diese Ausstellung von Sauerlich gesponsert? Das fällt mir ja jetzt erst auf, aber das ist doch das Sauerlich-S. Die haben auch überall ihre Finger im Spiel. Unfassbar. Unfassbar. Hatten Sie schon Gelegenheit, sich den Museum... Wie gehen die Geschäfte? In den letzten Monaten haben wir durch die Bauarbeiter vom Museum viel zu tun gehabt. Jetzt, wo die Arbeiten beendet sind, wird es bestimmt ruhiger. Naja, aber das ist ja nicht schlecht. Dass die von der KHM Bank nicht hier hingehen, diese Männer. So, Herr Sauerlich, der weiß das bestimmt, ob das hier gesponnen soll. Tag, Willi. Guten Tag, Herr Pieper. Hallo. Haben Sie schon Maya Gold, den neuen Sauerlich-Schokoriegel? Haben Sie Kuchen dabei? Wer könnte bloß die beiden Köpfe geklaut haben? Haben Sie schon Maya Gold, Wer könnte bloß die beiden Köpfe geklaut haben? Da fragst du mich zu viel. Aber die junge schwedische Expeditionsleiterin weiß eine Menge. Die war schon häufig hier, hat Salzlakritz gekauft und mir ganz viel über ihre Ausgrabungen erzählt. Mit der solltet ihr mal reden. Haben wir schon, Herr Pieper, aber danke. Mein Vater unterstützt als Sponsor die Ausstellung. Unten auf dem Plakat, da steht unser Firmenzeichen. Gut, dass es Leute wie deinen Vater gibt. Sponsoring ist eine gute Sache. Beide haben was davon. Das Museum bekommt Geld, um die Ausstellung zu finanzieren, und die Sauerlich-Werke erhalten die Möglichkeit, im Rahmen der Ausstellung auf den neuen Maya-Goldriegel hinzuweisen. Hey Kinder, lasst euch doch alle mal von Sauerlich sponsoren. Ja, ich habe auch Apple schon öfter mal angeschrieben.
dass ich sage, hey, ich laufe für euch mit so einem iPhone rum, mit dem neuen iPhone X. So neu ist es ja gar nicht mehr, aber egal. Ja, aber damit laufe ich rum und dafür schenkt ihr mir das. Ist doch ein super Deal, oder nicht? Aber da habe ich leider keine Antwort drauf gekriegt. Wer könnte bloß die beiden Köpfe geklaut haben? Da fragst du mich zu viel. Entschuldigung. Aber die junge schwedische Expeditionsleiterin weiß eine Menge. Die war schon häufig hier, hat Salzlakritz gekauft und mir ganz viel über ihre Ausgrabungen erzählt. Mit der solltet ihr mal reden. Haben wir schon, Herr Bieber, aber vielen Dank.